Entscheidend das Ziel, nicht der Weg dorthin. Für Schönheitspreise gibt es keine Punkte. Selbstbewusst auftreten gehört bei den Bayern zum Selbstverständnis. Vor allem, wenn die Konkurrenz näher rückt. Das 2:0 gegen Wolfsburg, ein Sieg ohne Schnörkel. Ein Sieg des Willens. Kurskorrektur nach der Auftaktpleite in Gladbach. Ich glaube, was heute vor allem wichtig war, war die Einstellung der Mannschaft. Ich glaube, wir waren aggressiver heute. Wir haben von Anfang an haben wir Druck gemacht, aggressiv nach vorne gespielt. Wenn man eine Niederlage im Nacken hat, dann ist es natürlich nicht so, dass die Spieler befreit aufspielen. Aber wichtig ist, dass man heute gewonnen hat. Gleiches gilt für den kommenden Gegner. Der HSV zum Rückrundenstart von Dortmund mit 5:1 blamiert. Gegen Hertha rehabilitiert. Nicht spektakulär, nicht souverän, ein mühsames 2:1 und dennoch ein Erfolg mit Signalwirkung. Viele haben ja dann erwartet, dass wir völlig untergehen jetzt erstmal wieder, dass uns das geschockt hat, dieses 5:1 zu Hause. Aber die Mannschaft hat gezeigt, dass sie in sich gefestigt ist, kein Superspiel gemacht hat, aber eine ordentliche Defensivleistung. War ein Fight, den wir angenommen haben und das gibt Selbstvertrauen für die Woche, weil wir spielen gegen Bayern und da geht es wieder um wichtige Punkte für uns. Und um Revanche in der Hinrunde 0:5 gegen die Bayern. Hamburgs höchste Saisonniederlage. Gleichzeitig Startschuss für 4 Pleiten in Serie. Der Anfang vom Ende für Trainer Michael Oenning. Sein Nachfolger an der Seitenlinie hingegen selbst 9 Jahre Münchner. Er feierte als Spieler mit Bayern 4 Meisterschaften. Das war eine tolle Zeit. Wir haben noch gute Kontakte, aber jetzt bin ich ja beim HSV und wir geben Gas am Samstag. Fink sei Dank, neue Aufbruchsstimmung an der Elbe. Seine Bilanz 10 Spiele, nur eine Niederlage. Entsprechend selbstbewusst der Trainer vor dem Duell mit dem Ex-Club. Wir können frei aufspielen, mal gegen Bayern sind wir einfach nur mal Außenseiter. Der FC Bayern will Meister werden, aber vielleicht können wir auch mal eine Überraschung schaffen, so wie Gladbach gegen Bayern zu Hause. Der Druck ist bei uns immer hoch, weil wir wollen deutscher Meister werden. Dabei gilt es, die Vergangenheit auszublenden. Denn seit 2006 gab es keinen Bayern-Sieg, seit 2007 kein Bayern-Tor in Hamburg. Das Duell mit dem HSV, die nächste Herausforderung für das eigene Selbstverständnis.